Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia, The Complete Journey. Ja, ich bin etwas krank. Ich hoffe, man hört das nicht bei der Aufnahme, dass ich mich ein bisschen verschnupft anklinge und ich hoffe, wir kommen jetzt hier weiter. Ich muss leider sagen, die ersten 20 Minuten habe ich Mist gebaut, weil das Programm hat nicht aufgenommen. Und jetzt habe ich, also die erste Folge wird jetzt so sein, dass ich leider schon weiß, was passiert. Deswegen wird es wahrscheinlich etwas schneller ablaufen. So, und angefangen habe ich damit, dass ich mir die süßen Katzen nochmal angeguckt hatte. Eine Katze in einem Laufrad, süß. Ja, Katze süß, Laufrad nein. Und ich habe das Nob experimentiert gehabt und man kann halt sie mit dem Kaffee, Espresso und dem Narkotikum beeinflussen. Was ich jetzt, ja, ein bisschen Tierquälerei finde. Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Solltest du werden, aber nicht in einer Katzencomputerspielefirma. Okay, das geht so nicht. Geht noch schneller? Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Okay, dann wollen wir ihn mal ansprechen. Hi. Bitte nennen... Ah, mein Fehler. Ich muss ja jetzt natürlich ihm die Coupons hinlegen. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Okay. Transportiert und sie frankiert jetzt die Verpackung. Jetzt ist eine Briefmarke drauf, okay. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist einfach unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Och man, okay. Gut. Und zwar muss ich jetzt nämlich dafür sorgen, dass die Katze jetzt langsamer mache. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Jetzt schläft sie. So, dann machen wir es dann so nochmal. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutschein geben. Kennen wir schon. Und jetzt geht das Paket ganz schnell durch und die Katze frankiert extrem langsam. Und zwar so langsam, dass das Paket gar nichts abbekommt. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt unterfrankiert. Und jetzt hat man nämlich... Versand ist fehlgeschlagen, bitte bestellen. Ja, genau. Und jetzt hat man ein Achievement bekommen, doppelt unterfrankiert. Das kann ich leider nicht mehr zeigen, weil ich das da schon bekommen habe. So, und jetzt... Ach nee, die ist ja schon schnell. Jetzt wollen wir einmal kurz wieder versorgen, dass sie normal drauf sind. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Damit ihr seht, was passiert, wenn das mal einfach alles ganz normal ist. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Und jetzt der Coupon. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Ja, kennen wir schon. Adresse. Was? Jetzt ist er ganz normal durch, so wie es sein soll. Ein leichtes Paket kriegt zwei Sticker ab. Genau auf die Ecken. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Und keiner weiß wohin. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. So, jetzt fliegt die kleine Taube los. Genau. So. Und jetzt nämlich müssen wir dafür sorgen, dass es viel zu viel frankiert wird, weil wir wissen, wenn ein Paket mehr frankiert wird, dann ist es schwerer. Ja, genau. Deswegen machen wir jetzt sorgfältig dafür, dass die Frankierkatze. Hey, der Kaffee lässt sich nicht, sollte. Dass die Frankierkatze mehr frankiert.
Weil dann... Ich habe hier diese Gesch- Da springen wir einfach alles nochmal, was da gesagt wird. Und dann bekommt das Paket nämlich sau viele ab. Frankierung wird ges... Fehler, Fehler, das Paket ist einfach überfrankiert. Pakete mit Frau-Füllung mit Knickerfolie startet. Knick, ein mittelschwer... So, und jetzt wird ein mittelschweres Paket verschickt. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. So, und das sollte auch alles funktionieren. Und wenn ihr euch daran erinnert, also wenn wir das Paket verschicken, wo wir nicht wissen, hingeht, das bringt uns auch nicht weiter. Oh. Da haben wir nämlich gerade, wenn wir oben hingehen, die ist Taube runtergefallen. Jetzt sind wir da. Wir haben nämlich die kleine Taube im mittleren Verschlag und die mittlere im kleinen und die große im großen. So, wenn wir die kleine Taube im mittleren Paket tragen lassen, dann stürzt sie irgendwo ganz weit hinten ab. Wir müssen also dafür sorgen, dass die kleine Taube ein schweres Paket trägt. Also hier oben im schweren Verschlag steht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass... Tada! Dass in der mittleren Spalte nur ein einziger grüner Punkt ist, also für ein Gewicht. Das Erdpaket sorgt dann dafür, dass es richtig ist. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. So, jetzt gehen wir runter. Und jetzt wollen wir nochmal, dass es ein schweres Paket ist. Also nicht nur ein mittleres, sondern ein schweres Paket. Weil sonst will ich jetzt... Ja, wir wollen es ja als schweres Paket abschicken. Also, sie vergeht schnell. Und jetzt machen wir sie drüben traurig. Traurig, sage ich schon. Müde. Wie entspannt sie auf einmal ist. So, und jetzt geben wir noch ein letztes Mal die Coupons. Ich hab... So. Eingeben-Adresse. Was? Jetzt geht das Paket nämlich extra langsam durch und die andere Katze frankiert extra schnell, wie ihr seht. Jetzt geht es als schweres Paket durch. Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Und zwar mit der kleinen Taube. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Die arme Taube. Die sich uns zuzwinkert. Da passiert das. Die Taube ist verschwunden. Okay. Und jetzt... Gehen wir denn hin und gucken uns einfach die Polsterfolie an. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Ich mag sie ziemlich gerne, aber ich habe in letzter Zeit keine Post mit der bekommen, leider. Knick. 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 He, he. Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Hier lautet Fehler. Fehler. Ich gehe automatisch gerade zurück, ich mach gerade nichts. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst. So, und da sind wir aus der Perschleife draußen. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. So, und wenn wir jetzt zurück ins Postzimmer gehen, dann finden wir... einen glücklichen Roboter. Juhu! Ich find's echt geil, wie er aussieht. Gucken wir ihn mal an. Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Ich find, er sieht unheimlich aus, aber glücklich könnte man von seiner Haltung auch auserkennen. Okay. Und damit ist endlich hier hinten das Pult offen. Gucken wir uns erstmal den Ersatzkatzenschublade an. Ach ja, das ging ja nicht. Ganz vergessen. Aufmachen. Angucken. Hey! Der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Diese Zungenbrecher hier immer. Eine für sofort und eine für unterwegs. Genau. Wie wir gehört haben, haben wir jetzt zwei Katzen im Inventar. Juhu. Hey, aufhören. Nicht mit der Wünschelrute spielen. Mit der? Okay. Können wir damit kombinieren vielleicht? Hey, aufhören. Nicht mit der... Okay, es geht nicht. Okay. Gut.
Gleich dazu machen? Können wir sogar, okay. Ein Zettel. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Mitnehmen. Jemand hat Löcher in den Post. So, dann haben wir ein Ziffernblatt. Und egal, was man eingibt, anfangs habe ich gehabt, was muss ich eingeben? Und dann ist ein LOL-Knopf. Gut. Dann habe ich überlegt gehabt, bestimmt muss ich das hier raufhalten oder irgendwie schätzen, wie das mit dem Zahlenblatt sein wird. Dann habe ich einfach gedacht gehabt, okay, 2, 4, 8, 6 oder so habe ich gedacht. Ist aber vollkommen falsch. Nachher wird Zufall rausgefunden, dass es genau die Größe von diesem Board hier hinten hat. Dann kriegt man sowas hier raus. Da dachte ich so, okay, zuerst 360 eingeben, dann 116 eingeben, dann 245 eingeben und dann 489 eingeben. Hat nicht funktioniert. Vor allem, es gibt keine 0. So, dann habe ich überlegt, warum 1, 3, 2, 3? Das ist ja keine Reihenfolge. Und dann bin ich nach kurzem Überlegen darauf gekommen. Ach so, die erste Ziffer vom ersten, die dritte von der dritten, die zweite von der zweiten und die dritte von der vierten. Also 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Echt geiler Rap. Und damit hat es Rufus geschafft, in den Safe zu kommen. Gucken wir uns erstmal den Bip-Vogel an. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Oh ja, das wäre cool. Man stößt sie an und schon stimmt sie zu und nickt. Cool, da haben wir den Vogel schon gleich mitgenommen. Was wir davon machen können. Vielleicht Vogel und Vogel. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wahr. Ich merke gerade, alle Coupons sind auf jeden Fall endgültig weg. Okay. Funkgerät. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Und wenn wir es mitnehmen? Was ist das wieder? Muss ich mich denn... So, und jetzt sind wir ein bisschen schneller als letztes Mal. Letztes Mal ist schon meine 20 Minuten jetzt voll. Und zwar Rufus runter. So, und jetzt habe ich mir überlegt gehabt, Kopfhörer, Mikro. Also die Kopfhörer, vielleicht wird der hier oben, können wir uns vielleicht weiterhelfen. Deswegen sprechen wir ihn mal an. Ab jetzt ist wieder alles blind, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was passiert. Hey, huhu, hallo. Ja? Was gibt's? Kann ich jetzt mal funken an die Arbeit? Wo kann ich funken? Bist du nicht müde? Ah, darf ich vielleicht deine Kopfhörer haben? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Dann frage ich mal, was die Arbeit macht. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat ein Klit, der Funkspruch. Ich muss dringend. Das kennen wir schon. Mensch, wir wissen ja, wo wir. Dann müssen wir selber Funksprüche ab. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Gut, dann gehen wir mal runter. Weil ich habe eine Idee. Und zwar haben wir eine Sprechanlage da unten. Da gehen wir da mal hin. Vielleicht können wir ja einen falschen Funkspruch ausrufen, dass er weggeht, irgendwie so. Vielleicht erstmal angucken. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Ja, Rufus, das ist halt so, wenn deine Sachen so gefährlich sind. Benutzen. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich... Boah, ich hasse telefonieren. Können wir es nochmal machen? Ja, ich... Geh bitte... Der Telefon... Okay, das muss... Ah, nee, stopp drauf. So, sind wir weg. Wir haben ja noch andere Funkanlagen. Zum Beispiel die hier. Hier ist eine Nachricht vom Bürger. Oh, I see. Hä? Diese Technik ist... Auch nicht. Wie komme ich denn jetzt weiter? Ich brauche Kopfhörer und ein Mikro. Eine Blume. Vielleicht können wir stoppen, wenn wir mit oben weiterreden.
Vielleicht hat er irgendeine andere Funktion. Hey, andere Gesprächsoption. Neu. Was mit den Tauben? Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, ist das nicht faszinierend? Das ist nicht. Gut. Genau, ist es nicht faszinierend? In deutscher Sprache sagt man ja gerne, ist es nicht so, wenn sie ins Schulstunde hören wollen. Wenn man einfach sagt, das ist nicht faszinierend, das merken die Leute gar nicht, dass man denn das Gegenteil meint, was sie eigentlich meinen, aber egal. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein... Nein, extern. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der... Na gut, dann... Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. Ja. So und nicht anders. Wirst du nicht mal müde? Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe... Wovon? Vom... Gut, es wird nichts. Mach das! Du solltest... Sehe ich genau. Vielleicht können wir ihn mit Katzen überraschen. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Okay, vielleicht können wir ihn damit ablenken. Damit kennt sich der... Das auch nicht. Der Punkt ist... Vielleicht können wir ihn einschläfern. Damit kennt sich das ein... Der Punkt ist... vielleicht können wir ihn mit dem Luftballon erschrecken. Damit kennt sich das ein... Der kennt sich mit gar nichts aus, oder? Was könnte man denn hier machen? Mit einem Papagei vielleicht? Ach so, wir müssen den Papagei irgendwie aufwecken. Vielleicht so? Damit kriege ich die Schlu... vielleicht mit dem Luftballon? Der ist bereit. Ah, vielleicht können wir ihn... Damit kennt sich das ein... Der Punkt ist... Ja gut, wir müssen ihn also irgendwie wegbekommen. Dazu müssten wir den Vogel irgendwie aufwecken. Vielleicht kann uns Herr Professor Gizmo oder so weiterhelfen. Der war doch... Vielleicht sind noch irgendwas Neues? Nee, da waren wir ja schon. Beim schlafenden Bürgermeister. Dann vielleicht Dr. Gizmo irgendwie weiterhelfen. Welcher ja hier oben war. Und dann hinten. So, vielleicht kann er den Vogel aufwecken. Gizmo hat meine Philosophie und dabei... Nee. Wem können wir denn diesen Vogel geben? Hallo, Doktor. Ah, Ophos, tut der Kopf noch weh? Das einzige Veto ist, dass immer noch diesen Kaffee... Das einzige... Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Haben wir schon mit ihm geredet eigentlich? Was ist denn? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Das hatten wir doch alles schon, oder? Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuwak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bett. Also. Das muss nicht. Feuer. Das hätte. Sie haben ein. Ja. Das kennst du doch schon. Gab einen, und ich glaube. Ich mich unglaub. Nein, doch kein Notfall. Doch kein Notfall. Aus deinem. Können Sie mir einen Augenblick mit ihr allein lassen? Können Sie mich. Nein. Aber. Menno. Das wirkt alles nichts. Okay. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Gut. Dann würde ich sagen, ich gucke Offscreen noch ein bisschen weiter, was er machen kann. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Deponia. Complete Journey. Tschüss, Leute.